Du hast Benzin im Blut. Dann bist du hier genau richtig. Hier ist Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Pizza essen und abnehmen? Wie das geht, erfährst du in dieser Folge vom Premium Jobs Podcast. Viel Spaß! Andrea-Patzelt.com. Ich bin Andrea Patzelt und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Folge geht es um Fitness. Darum, wie du den Körper bekommst, den du haben willst. Über dieses Thema spreche ich mit Martin Leiter. Ich freue mich sehr, dass er da ist, weil ich weiß, was für ein großartiger Trainer er ist. Das weiß ich aus ganz eigener Erfahrung, denn Martin ist seit fast einem Jahr auch mein Personal Trainer. Doch bevor wir einsteigen, werde ich Martin erstmal ordentlich vorstellen. Martin Leiter, Diplom-Sportwissenschaftler, Diplom-Personal Trainer, Fitness- und Ernährungscoach. Martin arbeitet selbstständig als Personal Trainer, Fitnesstrainer und auch als Tennistrainer. Dabei ist ihm eine ganzheitliche, gesundheitsorientierte Betreuung für einen gesunden, balancierten Lebensstil ganz wichtig. Zu seinen Trainingsschwerpunkten gehören Gewichtsreduktion, Muskelaufbautraining, Athletiktraining, Prävention und Prävention und Rehabilitation von Verletzungen. Seine Botschaft, sagt er, work hard and get the best out of your body. Darüber sprechen wir jetzt. Ganz herzlich willkommen im Premium Jobs Podcast, Martin. Hallo, liebe Andrea. Grüß dich. Grüß dich, wie geht's dir denn? Ja, alles wunderbar. Wo erwische ich dich denn jetzt? Oh, ich bin jetzt gerade zu Hause, in meinem kleinen Büro. Okay, ja, also. Wunderbar. Schön. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Martin, das ist ja ein Bewerber-Podcast und wenn ich als Headhunter oder als Recruiterin mit Bewerbern oder mit möglichen Kandidaten spreche, bin ich immer sehr, sehr neugierig, wie die bisherige Geschichte, also wie der Lebenslauf verlaufen ist. Daher auch erstmal die Frage an dich. Lass uns doch mal kurz über deinen Lebenslauf sprechen. Wie gerade ist der denn? Also der ist eigentlich sehr, sehr gerade, muss ich sagen. Also okay. Das ist lustig, weil ich habe es aufgrund jetzt dieses Interviews mit dir erstmal wieder so reflektiert und habe dann so durchgedacht, ob ich überhaupt irgendwas mal neben Sport gemacht habe, also wirklich gemacht habe. Und da bin ich auf fast nichts gekommen. Also ich bin, das ganze Leben zieht sich bei mir größtenteils um Sport rum. Also sei es in der Schule, sei es der Papa hat mich früher als Kind schon mitgenommen auf dem Sportplatz. Sport war, das ist jetzt schwierig zu sagen, fast immer wichtiger als Schule und sowas. Also ich habe schon alles geschafft und so, aber Sport war immer ein bisschen wichtiger. Es hat mir Spaß gemacht, es hat mir mehr gegeben als das andere. Okay. Von dem her, ich bin da auch nicht weggekommen, großartig. Also, wie gesagt, Sportleistungskurs, dann Sport studiert, Rehabilitationskliniken und so bin ich dann auch über den Sport dann, über diese Athletik, bin ich dann auch ins Personal Training reingekommen. Okay. Und welchen Sport hast du als Kind gemacht? Oder während der Papa hat mich mit 4 Jahren auf den Tennisplatz mitgeschleppt. Tatsächlich? Also, ja, ich glaube, das war aber auch der Mama ganz recht, dass sie mich in Anführungszeichen los hat und Papa hat mich beschäftigen können auf dem Tennisplatz, weil er war Tennistrainer und hat dann mir einen Ball und Schläger gegeben und ich war dann beschäftigt. Okay. Und so hat sich das weitergezogen. Mit, weiß nicht, 7, 8 bin ich dann zum Handball noch gekommen. Aha. Und dann hat man halt so ein bisschen das Handball und Tennis parallel laufen lassen und Aha. Das hat sich durchgezogen bis jetzt. Also Handball mache ich nicht mehr, wäre dann too much irgendwie, aber Tennis ist geblieben. Wow. Und die Leidenschaft auch geblieben. Tennis oder ist da noch eine andere Sportart, die du besonders gerne magst? Also Tennis ist schon Nummer 1, klar. Mhm. Aber sonst, ich mache eigentlich alles gern. Man kann jetzt nicht sagen, dass ich was nicht gern mache. Mhm. Das hat alles so seine Reize, es hat alles seinen Herausforderungscharakter. Aber gut, jetzt die Standardsachen, wo man sagen könnte, Standard mit Laufen, Radlfahren, Rennradlfahren, solche Sachen sind natürlich immer dabei. Das ist super. Ansonsten alles irgendwie, jetzt war ich erst segeln. Ich war noch nie segeln. Jetzt war ich erst mal segeln mit Bekannten. Das hat auch
Spaß gemacht. Man hat zwar nicht viel gemacht, aber es hat Spaß gemacht. Also man könnte schon als Sportler nehmen, aber es wird wieder mit sehr viel Aufwand betrieben. Also so, es gibt manche Sachen, die sind ein bisschen eher und manche Sachen, das ist schön gemacht zu haben, aber muss dann nicht sein. Okay. Und dann hast du also deine Leidenschaft ja auch dann zum Beruf gemacht und du bist dann ja jetzt hauptsächlich dafür da, Menschen dabei zu helfen, fitter zu werden. Genau. Also fitter in allen möglichen Variationen, also was auch fitter heißen mag. Also nicht nur körperlich, sondern es geht ja dann auch über das Geistige, über das Wohlbefinden, gesundheitliche. Wenn jemand Verletzungen hat, dass der dann wieder, oder eine Verletzung reicht ja schon aus, aber dass der dann wieder in den Alltag zurückkommt, dass der wieder normal laufen kann, also solche Sachen, klar. Okay. Unsere Zuhörer arbeiten ja im Autohaus. Da ist es ja so, dass das ja schon so ein Job ist, wo du morgens ganz, ganz früh anfängst zu arbeiten in der Regel und dann häufig dann auch lange im Autohaus bist. Wenn da jetzt jemand zu dir kommt, der viel sitzt und viel arbeitet, aber einfach das Gefühl hat, er möchte gerne fitter werden. Was ist denn deine Empfehlung? Wie würdest du denn anfangen? Nehmen wir mal an, derjenige hat bislang überhaupt gar keinen Sport gemacht. Also sagen wir mal so, das ist gar nicht so schwierig, wie es sich anhört. Man muss nur in Anführungszeichen was finden, was einem Spaß macht. Und das heißt ausprobieren. Okay. Wenn es jemand, also man kennt es ja selber, es muss jetzt nicht Sport sein, aber wenn einem eine Sache Spaß macht, dann bleibe ich dabei. Dann investiere ich Zeit dafür. Dann kann ich nicht sagen, da geht schon die Ausrede nicht, die ganz viele sagen, ich habe keine Zeit, weil da ist das und dann noch ein bisschen Sport. Ich habe keine Zeit. Wenn ich irgendwas finde, was Spaß macht und sei es zusammen, ich sage jetzt mal Tennis spielen oder sowas oder zusammen laufen, zusammen Radl fahren oder ich gehe tanzen oder ich mache einen Salsa-Kurs und baue dann darauf auf meine Tanzleidenschaft oder was auch immer. Ich muss irgendwas finden, was mir Spaß macht. Und wenn das mit Bewegung zu tun hat, optimal. Es muss nicht unbedingt Fitness sein. Natürlich kann man das da besser steuern auch. Mit solchen Übungen, mit gezieltem Training und so kann man ein bisschen was besser steuern. Aber primär geht es, glaube ich, erstmal um Spaß und um Bewegung. Okay. Wie findest du das denn in der Kürze der Zeit raus? Also wenn ich jetzt zu dir komme und sage, Martin, ich möchte einfach gerne noch ein paar andere Sachen machen, was würdest du da machen? Ja, gut, also ich würde erstmal abfragen, was du gemacht hast. Wenn du sagst, ich habe noch nie irgendwie irgendwas gemacht, dann würde ich jetzt mal schon fragen, was dir eher Spaß macht, ob du eher was in der Gruppe machen willst oder ob du sagst, du bist so ein Individualist. Also ich mache eher viele Sachen alleine für mich. Ich gehe allein wandern, ich gehe allein spazieren, ich gehe so. Und dann kann man da so ein bisschen raussuchen, okay, man geht jetzt in die Individualrichtung oder man geht vielleicht in so eine Gruppenkursrichtung und macht mit 2, 3, 4 Leuten Outdoor-Training oder nimmt sie mal mit zu sowas. Oder wenn es eher individuell laufen soll, was halt auch viele sagen, ja, ich mache das schon lieber für mich alleine, weil ich weiß nicht, also schämen tut man sich ja nicht, aber ich mag das nicht so gern, wenn ich jetzt noch nie was gemacht habe, dass jemand anders das sieht oder Vergleiche werden ja immer gezogen. Dann natürlich entweder mit einem Trainer auf Dauer oder was heißt auf Dauer, aber 1, 2, 3 Mal zusammen oder sich mal von dem Trainer einmal was erstellen lassen und dann mal ein bisschen versuchen. Einfach mal 2, 3 Mal versuchen, ist es was für mich? Kann ich Übungen zu Hause machen? Kann ich Übungen nach der Arbeit, vor der Arbeit, in der Mittagspause? So in der Art. Wie oft ist denn gut? Wie oft sollte man denn trainieren in der Woche? Also gut wäre schon einmal, wenn man von gar nicht kommt. Also da hat einmal schon Effekt. Okay. Hauptsache man bewegt sich. Kann man also zu Beginn kann man wirklich sagen, Hauptsache man tut irgendwas. Wenn ich dann natürlich ein definiertes Ziel habe, wo ich sage, okay, das wäre ganz schön, wenn ich jetzt, ich nehme ein Beispiel, 2 Kilo abnehmen würde. Und das soll nicht jetzt Ende des Jahres passieren, also jetzt in einem Jahr passieren, sondern das soll, ja, das wäre schon schön, wenn es so die nächsten Monate passiert, dass ich auch einen Effekt habe von dem Aufwand, den ich jetzt da betreibe. Dann sollte man schon 2, 3 Mal die Woche regelmäßig einfach sich bewegen. Okay. Und je intensiver das dann natürlich wird und je, ich sage jetzt mal, härter und herausfordernder so eine Bewegung, also so ein Training wird, desto eher bekomme ich natürlich einen Erfolg und das Feedback darüber,
hey, das bringt was. Und darüber ziehe ich natürlich wieder Motivation raus und sage, hey, cool, das hat jetzt was gebracht, dieses Ganze, sich aufraffen, jetzt doch mal laufen zu gehen in der Früh oder sich aufraffen und sich doch ein bisschen zu belasten, zu schwitzen, ein bisschen zu schinden, hat was gebracht, super, das mache ich jetzt weiter. Mhm. Auch wenn es vielleicht noch keinen so einen Spaß macht, aber das kommt dann mit der Motivation. Sagst du. Sag ich. Ich habe oft das Feedback bekommen, sagen wir so. Okay. Also ich habe tatsächlich von Leuten das Feedback bekommen, die in der Früh sich nie vorstellen konnten zu laufen, vor der Arbeit. Mhm. Bestes Beispiel. Boah, da bin ich ja, ich habe das einmal ausprobiert, ich war total fertig. Ich war den ganzen Tag, konntest du mit mir nichts anfangen. Das war das Schlimmste, ich mache ich nie wieder. So. Wenn derjenige das aber 2-3 Wochen durchzieht und sich so ein bisschen daran gewöhnt, ab dem Zeitpunkt sagt er, toll. Also entweder macht es ihm dann nichts mehr aus, oder er sagt sogar, toll, ich bin für den Tag, habe ich was gemacht, ich habe ein ruhiges Gewissen, ich kann abends in den Biergarten gehen, ohne irgendwie mit dem Gedanken oder mit dem Bewusstsein, hey, ich habe ja schon was gemacht in der Früh. Okay, und also heißt das, Sportart rausfinden, die mir Spaß macht, durch Ausprobieren, dann, was ich 1-3 Mal die Woche machen und dann 2-3 Wochen dranbleiben, auch wenn es keinen Spaß macht? Oder wie lange bleibe ich dran? Bis wann macht es Spaß? Wann macht es Spaß, ja. Also sagen wir mal so, du gewöhnst dich an irgendeine Umstellung, egal was du machst, ernährungsmäßig, sportmäßig oder bewegungsmäßig oder wie auch immer, gewöhnst du den Körper innerhalb von 2-4 Wochen dran, auch okay. Den Kopf. Mhm. Und wenn du das zum Beispiel in deinem Terminkalender, wenn du dir 4 Wochen rausnimmst, wo jetzt keine großen Events sind oder so, oder wo du 2 Wochen auf Dienstreise bist oder wie auch immer, also wenn du 4 Wochen hast, wo du überschaubar hast, das ist so ein einigermaßen regelmäßiger Tagesablauf. Mhm. Und da schreibst du dir in deinem Terminkalender, weiß nicht, Dienstag, Mittagssport und Freitagmittagssport. Eine Stunde blockst du dir raus. Oder abends. Ist dir ganz egal. Und ziehst das einfach diese 4 Wochen durch. Egal was. Gut, nicht ganz egal, aber versuchst es so durchzuziehen, dass das Priorität 1 hat. Okay. Auch wenn es keinen Spaß macht. Dann kommst du normalerweise über diese Schiene des regelmäßigen Tagesablaufes, konditionierst du deinen Körper drauf, dass wenn Dienstag wird, oder Montagabend wird, dass du dann schon sagst, ach ja, morgen ist Sport. Ah ja, okay, gehe ich da mal hin. Okay. Und vielleicht findet man ja jemanden, der mitgeht, wenn man sich allein schwer tut. Oder ich nehme jetzt mal das Beispiel Fitnessstudio. Vielleicht treffe ich ja da jeden Dienstag 2-3 Leute, die auch jeden Dienstag da drin sind. Und es entsteht irgendwie eine kurze, nette Unterhaltung. Mhm. Und man sagt dann bis nächsten Dienstag. Wann bist du wieder da? Ah, ja, nächsten Dienstag. Ah, ja, okay, nächsten Dienstag. Und man kriegt dann so ein kleines Männchen auf der Schulter, das sagt, du, morgen musst du hingehen, weil der wartet schon auf dich. Oder? Ja. Ja. Also es gibt ganz viele verschiedene Sachen, wie man sowas triggert. Wichtig ist halt bloß diese, am Anfang muss es irgendwie ein bisschen regelmäßig sein, dass man sich ein bisschen dran gewöhnt. Okay, und vorher einfach auch klar sein, was du willst, ob du abnehmen willst oder ob du generell fitter werden willst. Empfiehlst du denn tatsächlich einen Trainer zu nehmen? Also so, wie ich das jetzt gemacht habe, ich bin ja zu dir gekommen, habe gesagt, ich möchte jetzt einfach gerne einmal die Woche mit dir trainieren. Halt das jetzt ja seit fast einem Jahr auch durch, was ich bislang noch nie geschafft habe. Gerade im Bereich Fitness, das war mir bislang immer viel zu langweilig, aber du hast das ja geschafft, dass ich da tatsächlich jetzt jede Woche trainiere und jetzt auch schon 5 Klimmzüge machen kann mit Gummibandunterstützung. Würdest du jetzt unseren Zuhörern empfehlen, sich jetzt am Anfang einen Trainer zu nehmen oder kann man das auf eigene Faust auch gut hinkriegen, dranbleiben, gute Effekte erzielen? Also sagen wir mal so, wenn es in einen Bereich geht, wo ich mich nicht auskenne, wo ich unsicher bin, wo ich sage, naja, mache ich solche Übungen richtig oder nicht, dann würde ich auf jeden Fall mal einen Trainer mir zu Hilfe nehmen und sagen, du schau mal, das und das würde ich ganz gerne erreichen, kannst du mir dabei ein paar Tipps geben? Okay, im Fitnessstudio zum Beispiel auch, oder? Im Fitnessstudio oder das, ganz egal. Also wenn ich im Fitnessstudio Mitglied bin, habe ich normalerweise immer einen Trainer zur Hilfe da. Und mit dem mache ich einen Termin aus und dann sage ich auch, wenn ich selber Übungen im Kopf habe und
bei YouTube und sonst irgendwo mir schon ganz viel und auf Twitter und was es nicht alles gibt, Übungen angeschaut habe und gesagt habe, die sind ganz toll, dann frage ich den, weil Fachmann in dem Bereich, ist es was für mich? Mache ich die richtig, wenn ich die schon mache? Ich bin mir da nicht ganz so sicher, weil da kann man sich dann schon ein bisschen was auf Dauer nicht mehr schaden als gut tun, aber man kann sich schaden. Okay. Sollte man nicht generell zum Arzt, bevor du anfängst, irgendwie zu trainieren, oder ist das gar nicht so nötig? Ich sage jetzt mal, aus professioneller Sicherheitssicht, wenn ich ganz unsicher bin, auf jeden Fall zum Arzt gehen, weil dann ist es abgeklärt. Mhm. Normalerweise ist es so, wenn ich selber nichts habe, wenn ich jetzt sage, ich bin eigentlich gesund, ich habe nichts, mir tut nichts weh, ich kann Treppen laufen, ich kann ein bisschen joggen, ich kann ein bisschen springen, dann kann ich auch so anfangen. Mhm. Natürlich wäre es 100% sicher, ich kläre das mit dem Doc ab kurz und sage, okay, habe ich irgendwas, ist internistisch irgendwas, stimmt alles mit meinem Herzen, ist da irgendwas, ist mein Blutdruck normal, ist sowas und dann kann ich eigentlich loslegen, weil der Betreuer vom Fitnessstudio, also der Fitnesstrainer, der Coach oder sowas, den ich dann frage, der sollte das beurteilen können, was jetzt für mich richtig ist und was nicht. Okay, gut. Du hast jetzt ja gesagt, du machst einerseits ja die Fitnesstrainings und Tennistrainings und Personaltrainings, aber du hast jetzt auch gesagt, warte mal, ich gucke nochmal genau nach, wie die genaue Formulierung ist. Ach, Rehabilitation. Du hast gesagt, dir ist eine ganzheitliche, gesundheitsorientierte Betreuung wichtig für einen gesunden und balancierten Lebensstil. Was genau meinst du damit? Also diesen gesunden und balancierten Lebensstil, das zielt eigentlich darauf ab, dass wenn ich, also das geht wieder in diese Spaßrichtung. Ich muss in meinem Leben, darf das nicht so sein, dass die Sachen, die ich machen muss, mehr wiegen als die Sachen, die mir Spaß machen. Also ich muss ausgeglichen sein. Okay. Wenn ich jetzt 100% im Job bin und oder 99% und 0% oder 1% privat zu Hause, wie auch immer, verbringen und jetzt vielleicht der Job nicht das allergrößte meiner Träume ist, meine Erfüllung da gefunden habe, dann ist das ein bisschen in Balance. Mhm. Alles so? Mhm. Auf jeden Fall nicht balanciert. Mhm. Mhm. Und auf Dauer macht es mich gesundheitlich normalerweise nicht froh. Also sei es Stress, sei es, dass ich zu viel zu tun habe, der Kopf ist voll, das legt sich dann auf den ganzen Körper nieder, ich kriege Fehlhaltungen, ich kriege Verspannungen, solche Sachen, das zieht sich dann fort. Also das ist auf jeden Fall nicht gesund. Mhm. Wenn ich dir da eine Balance schaffe durch, ich sage jetzt mal, irgendeine Art von Bewegung, es muss kein Fitness sein, es muss kein Riesenkrafttraining sein, es muss kein Wahnsinnssport sein. Wenn ich da einen Ausgleich finde, sei es, dass ich jetzt zum Beispiel Yoga mache. Yoga ist eine wahnsinnig intensive Sportart, aber dadurch, dass es nicht mit fetziger Musik und Halligalli und Vollgas ist, sondern dass dann da zur Ruhe kommt, sich selber so ein bisschen fühlt. Das kennst du besser als ich. Stimmt. Wenn ich die Yoga-Sachen erzähle, ich dir jetzt ja nichts Neues, aber dann kann das auch zu einer Balance führen in dem ganzen Lebensbereich. Okay. In Richtung Bewegung gehend. Aber du hast ja auch gesagt, dass du dich um Themen wie Ernährung kümmerst. Ne? Genau. Und was sind da so deine Tipps? Also wie sind so deine Ernährungsstrategien? Also Ernährung gehört ja zu dem ganzen Gesundheitlichen auch dazu. Da gehört Ernährung dazu, Entspannung, Alltag und auch die Berufsschiene, klar, und Bewegung. So. Mhm. Diese Ernährungssache, es gibt tatsächlich, man will es nicht glauben, auch eine Ernährung bzw. Gerichte, die Spaß machen. Also, du lachst. Was meinst du denn? Was meine ich damit? Naja. Es leuchtet jedem von uns ein wahrscheinlich, dass es mehr Spaß macht, auf die Wiesen zu gehen und was Gescheites zu essen, als auf der Wiesen zu sein und einen Salat zu essen.
Ja, für die Münchner. Zum Beispiel, für die Münchner. Naja, vielleicht auch für alle anderen, die dann da mal vorbeischauen. Nein, aber es banales Beispiel ist immer die Pizza, die rangezogen wird, die ja ganz so in Anführungszeichen ungesund sein soll, was ja eigentlich nicht ist. Aber man isst ja lieber eine Pizza als jetzt zum Beispiel einen Salat. Aber die Pizza ist doch ungesund, so, oder? Pizza ist nicht ungesund. Nein, es ist Mehl, es ist Wasser, es ist Salz, es ist Tomaten und ein bisschen Belag. Okay. Es hat zwar viel Kalorien, ungesund ist es nicht. Aha, danke. So, also wenn ich nicht jeden Tag zu mittags und abends habe. Okay. Okay, also das ist, da gibt es ganz viele verschiedene Meinungen drüber und Philosophien drüber. Aber ungesund ist, ja, wenn da jetzt Pestizide drin sind oder wenn da irgendwie keine Ahnung was drin ist, dann okay. Ja. Okay. Ungesund. Also es ist nicht unbedingt zu empfehlen, wenn du abnehmen willst. Also vorhin hatten wir ja zum Beispiel dieses Bild von jemandem, der 2 Kilo jetzt abnehmen will. Wenn ich jetzt 2 Kilo abnehmen wollte, was würdest du mir raten? Also bei dir, gut, ich weiß, dass du ein bisschen Sport machst. Ich weiß, dass du dich bewegst. Ich weiß, dass du auf die Ernährung ein bisschen achtest. Mhm. So. Jetzt ist es natürlich ein bisschen Feintuning schon, dass man sagt, hey, pass auf. Sag mir mal, was du so ein bisschen über den Tag drüber isst, in der Woche, und dann kann man sagen, okay, man stellt da ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger, etc. Ich finde es sinnlos, Sachen wegzulassen, weil genau auf die Sachen hat man dann Lust. Okay. Irgendwann. Also alles essen? Alles essen. Mhm. Mein Tipp, bloß halt nicht zu viel. Also im Endeffekt kommt es nur auf die Menge drauf an. Okay. Also ein ganz simples Beispiel. Wenn du 3 Tafeln Schokolade am Tag isst, hast du 1500 Kalorien gegessen. Ja. Wenn du durch Bewegung 1600 Kalorien verbrauchst, wirst du immer abnehmen. Es ist nicht gesund. keine Sorge. Es ist nicht gesund. Aber es geht um die Bilanz dann. Es geht um die Bilanz. Mhm. Klar, man kann den Stoffwechsel dann ein bisschen fördern. Es ist auch leichter zu verdauen, wenn ich jetzt da auch ein bisschen Vitamine und Ballaststoffe und sowas habe und nicht nur Kakao und Fett und sowas. Aber rein theoretisch, im Endeffekt geht es nur um die Bilanz. Das heißt auch wieder, man kann wirklich alles essen, was einem gut tut. Was mir nicht gut tut, merke ich schon. Es geht wirklich bloß um die Bilanz. Die rauszufinden, ist halt so ein bisschen schwierig. Naja, nicht schwierig, aber man kann es rausfinden, so circa errechnen und dementsprechend kann man das dann steuern. Also wenn ich jetzt 2 Kilo abnehmen wollte, würdest du einfach dann schauen, ein bisschen weniger, also dass die Bilanz einfach dann eine andere ist. Ja, also dass ich einfach dann mehr verbrauche, als dass ich esse. Das ist ganz dein Ansatz dabei. Okay. Und wenn man da sagt, man hat keine Hilfe, also wenn man sagt, okay, das muss ich jetzt irgendwie, ich möchte das irgendwie alleine hingehen, mal gucken, ich muss da ein bisschen schauen. Es ist ziemlich simpel, weil ich sage mal, 60-70% mindestens in der Woche oder über 2-3 Wochen isst man das Gleiche. Mhm. Also wenn man es ans Frühstück denkt, man isst meistens das gleiche Frühstück. Außer man ist jetzt vielleicht im Hotel oder sonst wo, aber wenn man zu Hause ist, wenn man frühstückt, ist es, ich sage mal, zu 8 von 10 Tagen das Gleiche. So, dann rechne ich mir einmal diese Kalorien raus. Dann gebe ich bei Google ein, was hat ein Esslöffel Haferflocken? So und so viel. Was hat ein Ei? Was hat 100 Milliliter Milch? Das muss ich halt mal einmal abwiegen, einmal abmessen. Dann weiß ich die Kalorienzahl von dem. Ich bin nicht dafür, das minutiös aufzuschreiben. Das muss gar nicht sein. Da kommt man in eine Spirale rein und verkopft sich. Und das ist mehr... Es geht einfach um das Gefühl zu haben. Einfach um das Gefühl zu haben, hey, ich habe jetzt heute früh 500 Kalorien gefrühstückt, ich habe heute Mittag 800 Kalorien Mittag gegessen, heute Abend, gut, ich darf, was haben wir jetzt, 500, 800, dann sind wir bei 1300, ich darf insgesamt 1700 Kalorien essen, habe ich heute Abend im Biergarten, muss ich mich ein bisschen schauen, was ich da alles essen darf. Okay, das ist also dann die Mischung aus Grundumsatz und dann Bewegungsumsatz. Und der Leistungsumsatz nennt man das, genau. Also Grundumsatz, das, was man eben an 24 Stunden am Tag braucht, ohne jetzt groß sich zu bewegen. Und dann gibt es ein paar Formeln, die da noch diesen Leistungsumsatz reinrechnen. Also je nachdem, ob man den ganzen Tag sitzt oder steht oder einkaufen geht oder viel Sport macht. Und da gibt es dann verschiedene Faktoren, die werden dann mit reingerechnet und dann kommt am Ende eine Kalorienzahl raus, die das ungefähr widerspiegelt. Okay. Und da kann man danach so ein bisschen gehen. Cool.
Okay, also das hört sich ja sehr entspannt an, Martin. Ne? Also das hört sich ja jetzt so an, als ob das jeder hinkriegt, der sagt, ja, ich möchte das gerne ins Auge fassen. Und was ich jetzt mitnehme, ist tatsächlich zu sagen, finde etwas, was dir Spaß macht, bleib dabei, also trag das in deinen Kalender ein, bleib dabei mindestens, was ich 3-4 Wochen, bis es zur Gewohnheit geworden ist und stress dich nicht so beim Essen. Also überleg dir, was dein Körper braucht. Es geht einfach dann um die Energiebilanz, so wie du erzählst. Ja. Und wenn ich abnehmen will, muss ich einfach weniger essen. Ja. Also sagen wir so, man kennt es, also je nachdem jetzt, welche Altersklassen uns alles zuhören. Ja. Ich kenne das noch, ich bin 36, ich kenne das noch von meinen Eltern früher. Da gab es das im Fernsehen immer FTH. Ja. Das ist die beste und simpelste Maßnahme, die man machen kann. Okay, also alles essen, aber die Hälfte. Alles essen, nur die Hälfte. Mhm. Hört sich simpel an, ist sau schwer, ich weiß, weil... Ja. Entschuldigung, es ist sehr schwer. Ich hab's verstanden. weil man sagt, okay, ich darf jetzt nur noch die Hälfte. Ja. Aber wenn ich mich jetzt beobachte und sage, in den letzten 6 Monaten habe ich jetzt immer ein bisschen zugenommen, ganz stetig, ja, dann ist dieses FDH ein Mittel, was hundertprozentig funktioniert. Okay. Wie sieht es denn aus mit Trinken? Was empfiehlst du dann? Trinken ist sehr wichtig, also viel trinken. Mhm. Es gibt jetzt so die Meinungen, man soll bloß trinken, wenn der Körper sagt, man hat Durst. Mhm. Gibt es aber viele, die sehr konzentriert arbeiten und dann auch dieses Durstgefühl einfach nicht merken. Mhm. Das heißt schon, man sollte so, ich sage jetzt mal, 1,5 bis 2,5 Liter am Tag irgendwie verteilt. Kommt darauf an, ob ich Sport mache, da muss ein bisschen mehr sein. So sollte man schon zu sich nehmen. Mhm. Am besten ist Wasser natürlich. Wasser, Tee, Saftschorlen geht auch wunderbar. Wie verdünnt die Saftschorlen? 1:1. Okay. Also wenn man süß mag, 1:1. Ansonsten, wenn man das ein bisschen runterregelt und sagt, man Apfelsaft ist eh schon super süß, ich mache das 1:3. Okay. Alles okay. Man muss sich bloß bewusst sein, dass diese Saft nichts anderes ist als die Frucht im Endeffekt und das genauso viel Kalorien hat. Oder wenn ich es mir aus dem Tetra pack, ich sage jetzt mal, kaufe, mehr Zucker hat als die Frucht. Okay. Also da sind schon Kalorien versteckt drin. Mhm. Ich persönlich habe nichts gegen Leitgetränke mit Zuckerzusatz. Also Zuckerersatz, also Süßstoff. Mhm. Habe ich persönlich nichts. Ob das jetzt krebserregend ist oder nicht, streiten sich alle noch. Das weiß ich nicht. Es scheint den Hunger noch zu fördern. Mhm. Wenn man das aber postwendend mit dem, was ich vorher gesagt habe, seine Kalorien so ein bisschen im Überblick hat, macht es nichts aus, weil wenn ich dann trotzdem Hunger habe, auch wenn ich jetzt eine Cola Light trinke und sage, ich habe aber bloß noch 100 Kalorien übrig, dann macht das nichts. Mhm. Dann werde ich nicht noch mehr essen, als ich eh schon, also als ich weiß, ich darf. Ja. Okay, das gleicht dann aus. Also aber am besten ist trotzdem immer noch Wasser und Tee. Bei Kaffee kann man nichts sagen, das ist auch okay. Mhm. Ist auch wieder die Maßen macht es halt, also oder die Masse, Maßen, alles in Maßen ist okay. Mhm. Wenn es mal Bier, Wein, wie auch immer ist, das muss auch sein. Also zu den meisten Lebensqualitäten, oder sagen wir so, zur Lebensqualität der meisten Leute gehört es dazu. Mhm. Ist ganz normal. Du bist ja super entspannt, ne? Sehr liberal. Naja, aber das, wie gesagt, das ist das, was ich so rausgefunden habe über die Jahre Erfahrung, dass sich die meisten oder dass es meistens scheitert, wenn man sagt, man darf jetzt das und das, mache ich jetzt nicht mehr. Okay. Gerade in der Ernährungsrichtung, weil da kriege ich am meisten Lust dann irgendwie drauf, weil das sind natürlich die Sachen, die, wie gesagt, am Anfang am meisten Spaß machen, die haben meistens auch die meisten Kalorien versteckt. Also keine Verbote, alles essen, nur in Maßen. Genau. Ja, unterstützt mit Wasser, mit Tee, von Zeit zu Zeit sagst du, jetzt ein Lightdrink ist okay, Kaffee ist in Ordnung. Und selbst die Fruchtsaftschorle oder selbst wenn ich dann mal ein Red Bull trinke oder selbst wenn ich dann Bier oder Wein mal trinke, wenn das mal am Wochenende ein Tag ist, dann ist es so. Dann bin ich da zufrieden, dann habe ich das mal gehabt, wenn ich es brauche, wenn mir das schmeckt, ist alles toll. Dann habe ich 6 Tage oder 5 Tage in meinem Job wieder, in meinem regelmäßigen, wo ich es nicht habe. Mhm. Wochenende gehe ich aus,
ist eine Grillfeier, ist das, ist Geburtstag oder sonst was, da trinke ich wieder was. Okay. Und dann habe ich 5 Tage wieder, wo nichts ist. Okay. Und wenn ich das aufs Jahr hochrechne, dann habe ich 365 Tage. Wie viele Wochen haben wir? 52 Wochen. Ja. Dann hast du 52 Tage. Ich sage jetzt mal ganz einfach zum Nachvollziehen, 52 Tage mit Alkohol. Ja. Und 300 Tage ohne. Ja. Und schon. Klar. Ich nehme jetzt mal an, die Tage mit Alkohol sind Feiern und sonstiges, da bin ich dann über dem Kalorienbedarf, den ich haben darf. Mhm. Die anderen Tage bin ich drunter, also muss das auf deine 2 Kilo hingesehen zum Beispiel wieder auf jeden Fall in deine Richtung gehen. Okay. Also es ist wirklich, man darf das nicht so verkopft sehen. Mhm. Außer ich habe jetzt natürlich ein vorgegebenes Ziel, ich möchte in 4 Monaten, muss das so und so sein. Mhm. Aber dann ist das Priorität 1, dann ist der Job Priorität 2, dann ist mein soziales Umfeld, mein soziales Leben Priorität 2. Mhm. Ich gehe nicht mehr, also dann steht alles dem Ziel nach. Okay. Dann ist es wieder was anderes. Aber wir haben ja gesagt, einfach während des Jobs und genau. So, dass Richtig. Es dann einfach auch dann bleibt und umsetzbar ja. ist. Also ganz, ganz herzlichen Dank dafür, diese Einblicke, also einfach zu sagen, sehr unaufgeregt, Bewegung integrieren, sich nichts verbieten, Wasser trinken, wenn die Mitarbeiter in den Autohäusern in stressigen Situationen sind. Also viele fühlen sich häufig auch fremdbestimmt, weil von allen Seiten Kunden kommen oder das Telefon klingelt oder noch der Kollege irgendwie einen Stapel auf dem Tisch ablegt. Was ist denn so deine Empfehlung, ruhig zu bleiben, fokussiert zu bleiben? Was kann man da machen? Also ich bin ja auch oftmals gestresst, auch im Fitnessstudio, in meiner Tätigkeit als Schichttrainer, also ich bin dann für alle Kunden in dem Fitnessstudio da. Man muss bloß eins sich vor Augen führen, wenn jetzt, jeder, der mich anspricht, sieht mich ja bloß im Moment. Da darf ich nicht unhöflich sein, da darf ich nicht gestresst wirken, da darf ich nichts. Ja, ich muss freundlich sein. Also derjenige gegenüber muss das Gefühl haben, der kümmert sich um mich. Mhm. Ich bin jetzt da, Priorität 1. Es ist super schwer. Man kann bloß versuchen, weniger, also durch, ja, sagen wir mal so, man kann nur versuchen, durch so ein bisschen Strategien, Taktiken, ein bisschen weniger Stress insgesamt zu bekommen. Mhm. Oder dann, wenn ein stressiger Tag war, direkt schon mal diese Balance wieder zu finden und seinen Ausgleich zu finden, dass der nächste Tag auf jeden Fall ruhiger stattfindet. Was machst du da persönlich? Ich weiß, was mir gut tut, ich weiß, was mich entspannt. Das ist zum Beispiel, wenn ich mich 2 Stunden in die Sonne lege und meine Ruhe habe. Zum Beispiel. Oder ich fahre zu meiner Mutter nach Hause und habe da so eine Oase, wo ich halt dann, da bin ich, da ist kein Handy, da will niemand was von mir, da ist einfach nur Ruhe, da kann ich machen, was ich will. Und wenn ich einen Garten umgrabe, ist es auch Ruhe. Ich komme auf jeden Fall runter. Es ist auf jeden Fall nicht das, was ich normal habe. Ich sage zu meinen Kunden dann auch immer, entweder so ein Happy Place sich gestalten. Okay. Oder finden. Sei es irgendwo wirklich einen Ort sich suchen, wo man sagt, hey, da fahre ich hin. Da habe ich meine Ruhe, da komme ich runter, da kann ich entspannen, da finde ich die Balance wieder, da sind wir wieder bei der Balance einfach. Ja. Oder sei es zu Hause und man macht alles aus und legt sich nur ins Bett und sagt, da bin ich am liebsten und jetzt ist wirklich mal alles aus. Keine Musik, kein Handy an, kein Computer an, kein Fernsehen an. Es gibt die anderen, die sagen, hey, ich brauche auf jeden Fall Ablenkung. Dann sage ich, hey, geh aus, lass krachen. 6 Stunden Freitagabend, Vollgas. Das Wochenende ist dann schwierig, vielleicht wenn der Alkohol auch fließt, aber dann ist Montag wieder alles okay. Und so hat jeder, glaube ich, sein eigenes, seinen eigenen Rhythmus dann, ne? Seine eigene Strategie da irgendwie dann auch wieder diesen Alltagstrott, Stress vielleicht, dann wieder abzubauen. Okay.
Schön. Martin, hast du zum Abschluss noch so einen Tipp für unsere Hörer, über was wir bislang noch nicht gesprochen haben, aber wo du denkst, das ist jetzt ganz wichtig? Ja, also auf jeden Fall irgendwas finden, was Spaß macht. Okay. Was euch entspannt. Die Balance finden. Also wenn man selber jetzt so reflektiert, ich habe es jetzt aufgrund des Interviews tatsächlich auch mal gemacht und habe mir gedacht, Mensch, ist es bei mir denn ausgeglichen? Was mache ich denn? Wie oft bin ich denn? Und dann habe ich schon gemerkt, also ich habe es tatsächlich geschafft, jetzt über die Jahre einfach einen Ausgleich zu finden. Ich sage, ich bin richtig gut ausgeglichen. Stress habe ich, aber der hat das, ich wirke dann nicht so gestresst, weil ich postwendend immer weiß, was ich tun kann. Also im Endeffekt tatsächlich irgendeine Balance im Ausgleich finden im Leben, dass das der Stress ein bisschen wieder runterkommt. Sei es über Bewegung, sei es über Entspannung, sei es über weiß ich nicht, also irgendwas finden, was es dir gut tut im Endeffekt. Das Optimum ist natürlich, und da bin ich ganz froh, dass ich diese Linie jetzt habe mit meinem Sport, wenn der Job schon so ist, wo man ja wirklich die meiste Zeit von, ich sage jetzt mal, von seinem Leben wirklich die meiste Zeit eigentlich drin verbringt, dass der schon so ist, dass der mir Spaß macht. Nicht immer, ist ganz klar, aber die meiste Zeit. Und wenn das so ist, dann mache ich den Job gerne, dann nehme ich da ein bisschen Stress in Kauf, dann ist es, aber ich gehe gern wieder dahin. Diese Balance ganz, ganz simpel zu halten auch. Okay. Da hatte ich Glück, dass ich da eigentlich immer weitergemacht habe, so mit dem, was ich gedacht habe, ich kann ganz gut. Schön. Gut. Martin, wenn jetzt der eine oder andere Hörer tiefer eintauchen möchte, und wie bist du erreichbar? Wie kann der Hörer dich erreichen? Immer über E-Mail, die ja, glaube ich, jetzt irgendwo unter meinem Foto vielleicht steht oder so. Ja, genau, das verlinke ich in den Shownotes, genau. Genau, so heißt es, danke. Ja. Du bist die Technikerin von uns, ich habe da keine Ahnung davon. Nein. Und dann einfach melden und sagen, hey, ich möchte ein bisschen Balance, entspannte Balance oder so. Super. Martin, ganz, ganz herzlichen Dank. Danke gerne. Für deine Zeit. Einen ganz sehr schönen gerne, Abend. Dir auch. Und Mittwoch bin ich wieder da zum Klimmzug machen. Dann sehen wir uns Mittwoch mit Klimmzügen. Alles klar. Hervorragend. Bis dann. Ja, alles Gute. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Andrea Patzelt. Die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Du möchtest einfach mehr? Dann geh jetzt auf andrea-patzelt.com oder schicke eine E-Mail an podcast@andrea-patzelt.com. podcast@andrea-patzelt.com.